Ja, das ist eine Faust. Ja, mit dem Finger, wo abgebrochen ist, ne? Hat den Stinkefinger Wir gezeigt. lassen das einfach mal bei einer Faust. So, Gut. nu? Nu, machen wir weiter. Ja. Geronimo! Geronimo, wo ist das Klo? Na, da ist die Mitzitatze. Hätte mich auch schwer gewundert, wenn die da nicht kommt. Na, wo läuft er denn Nee. Ja, wo läuft sie denn? Braves Dazi. Totes Katzi, gutes Katzi. Was ist das hier? Schwarzes Eis? Das wäre natürlich subpraktisch, optimal praktisch. Schwarzes Eis. 109 schwarzes Eis. Okay. Wow. Leck mich fett. Malat, wir brauchen deinen blöden Tempel nicht. Wir gehen ab jetzt daher. 230 schwarzes Eis. Warum hat ein Bogenschütze ein Dings in der Hand, eine halbe Speerspitze? Wallat, ich schmeiß dir mal. Ach nee, das kann ich noch wegschmeißen. Was habe ich denn jetzt weggeschmissen? Nee. Warum kann ich das denn nicht nehmen? Müsstest du? Muss ich? Nee, das ist Fleisch. Fleisch? Das ist Fleisch. Brauchst du nicht. Ich habe jetzt 100, 200, 300, fast 400 schwarzes Eis. Da vorne ist, glaube ich, noch mehr. Muss man den Bogenschützen auch Pfeile reinpacken, oder? Nee. Das ist normales Eis, ne? Das ist normales Eis. Ist vielleicht an dem Felsen noch? Ist auch normales. Ja. Also hat sich der Ausflug doch mächtig, prächtig, gewaltig gelohnt. Schwarzes Eis und Sternenmetall. Ja. Na denn? Ob nicht überleben wir. Glaub tot, alles weg. Oh. Ne, hier oben. Ach, hier oben waren wir ja gerade. Okay, wir sind da runtergesprungen, hätten gar nicht, hätten ja auch runterlaufen können. Wir hätten auch laufen können, aber das wäre langweilig. Aber es wäre langweilig, genau. Guck mal, da hinten ist noch so einer, der hat zwei abgebrochene Finger. Ja. Hände. Vielleicht ist bei dem Vielleicht auch hat er auch schwarzes schwarzes Eis. Eis. Hat du Eis? Eis steht im Kühlschrank. Hat du Eis? Außer Puste. Schaut nicht so aus, ne? Extremely cold. Nee, very cold. Nee. Hier schaut's nicht aus wie Eis. Nee. Na gut, dann gehen wir wieder runter. Mal Glück gehabt. Das da hinten ist auch nur normales Eis, ja. Raucht hier noch irgendein Stein? Nee, auch nicht. Nee. Ist hier unten noch schwarzes Eis? Vielleicht? So. Ist das hier nicht schwarzes Eis? Guck mal. Ja, ein Riesending, ne? Jo, nehmen wir mit. Abgeschnitten, draufgesetzt und heimgerutscht. Hui. Stein. Habt Normaler ihr den Stein. ganzen Schwefel hingemacht, ihr habt? Hinten in diesen Feuerschalen-Dings. Genau. Also, wenn ihr wollt, Oh. sind sogar 18 Mal Aloe Vera Extrakte da, beziehungsweise auch noch 5 Atemtranks und Wolltest du den 2. rangehen oder was? Nee, nee. Ich wollte nur Nee, gucken, ob ne? die nicht irgendwas in dem Lager haben. Bin doch nicht wahnsinnig. Oh, der kommt. Mist. Hier ist ein Hase. Spiel mit dem Hasen. Komm, los. Spiel. Spiel mit den Hasi. Nie mit mir. Mann, er ist immer noch hinter mir.
Der braucht auch nicht lange. Ist der immer noch hinter mir? Ja. Mist. Aber der kämpft jetzt mit dem... Nee, doch nicht. Ich hab gedacht, der nimmt einen Mammut, aber... Naja, ich versuch, dass der Mammut den angreift. Los, du willst mit dem Mammut spielen, los. Ja! Wow! Ja, ich bin hier oben, ne? Hast du das gesehen, wie der da durchgewirbelt ist? Hm. Weiß ja nicht, können wir dem Mammut helfen? Na hier, fällt er um und dann nach uns. Kannst du drauf schießen? Dann habt ihr mich dran, oder? Kommt er hierher? Ja. Aber nicht auf das Mammut, auf den. Hier ist noch ein Mammut, dann lock mal halt das Mammut da auch noch rein. Triffst du den von da? Nee, immer noch daneben. Von hier würde es nicht, glaube ich, besser treffen. Bist du? Ach da. Hier. Ja, vielleicht kriegen wir den ja tot. Vielleicht hat er so... Nicht das Mammut! Der kommt durch die Bäume durch, der Sack. Jetzt hast du beide. Jetzt musst du laufen. Lauf einfach, Wallert, lauf. Ich glaube, der kämpft wieder gegen das Mammut, ja. Der hat das Mammut tot. Jetzt kommt er dir. Ne, der kommt zu dir. Okay. Zieh ihn ins nächste Mammut. Wenn der mit Mammut spielt, ist er schön beschäftigt. Hast du noch irgendwo einen Mammut? Ja, da wo du hinläufst. Ja, weil wenn du hier im Kreis läufst, kommt kein Mammut. Ja, ich weiß auch nicht wohin. Ja, da unten ist doch ein Mammut. So groß. Da, ja. Ja, da. Guckst du. Ja. Es sind sogar zwei. Komm jetzt zu mir. Ich glaube, die kämpfen, oder? Hängt der da mit drin in diesen Knäuel? Weiß ich nicht. Aus Miezekatze, ja, Mammut und... Auf der anderen Seite. Ja. Soll ich jetzt mal auf ihn schießen? Ja, weil dann kommt der zu mir, ne? Ich hab mir mal in die Waden gebissen. Ja gut, ich hab ihn angeschossen. Mach ich nie wieder. Entschuldigung. Das war keine Absicht. Ich wollte auch den Mammut treffen. Der macht gar nicht viel Schaden. Der müsste mich gerade getroffen haben und aber fast keinen Schaden gemacht haben. Ja. Ich hab ne Tod. Cool. Da ist gerade so eine Miezekatze stärker als der. Find ich. Hm. Und hat er was Besonderes? Also looten kann ich ne nicht. Hey. Dicke Haut, Ups. Eis und Knochen. Wäre ich cool. Oha, ich bin gleich tot. Ah, nee. Du bist tot. Wann bist du jetzt tot? Ich weiß es nicht. Wäre ich cool steht bei mir eigentlich nur. Ah, er ist tot. Warum denn das? Er ist erfroren. Ich gucke, ob ich deine Rüstung noch tragen kann. Ich wurde getötet durch mich selbst. Hast du fein gemacht, Wallert. Ich hab mich eingepie. Eingepullert und eingefroren. Okay.
Na, toll. Ich guck, was ich von dir mitkrieg. Da musst du nicht nochmal hoch. Da muss ich nur irgendwie wieder heim. Und ich bin overlaid. Kriegst du dann alles mit? Oder soweit? Ja, aber einen deiner 3-3-Zacke lasse ich da. Nee, den lass mal da. Ambrosia, das glaube ich mir auf jeden Fall. Schlauch. Gott, das ist eine Schnecke schneller. Deine Rasiermesserpfeile, sind die wichtig? Nö, glaube ich nicht. Glaubst du nicht, okay. Die kriege ich nicht mehr weg. Weiß nicht, ob die gut sind, keine Ahnung. Gesundheit 36, 22. Ja, ein bisschen ähnlich wie deine Eispfeile. Ja. Eispfeile auch so in den Dreh, oder? Die Eispfeile sind auch so, ja. Die habe ich, aber die anderen kriege ich nicht mehr mit. Hier rennt ein halbnackiger Mann rum. Ja. So, wie komme ich jetzt rein? Du hast keinen Name über dir. Ich? Ja. Ist doch doof. Wie komme ich jetzt nach Hause? Lebend. Den direkten Weg, würde ich sagen. Ja, der da wäre. I don't know. Ja, ich ja. Direkt übers Los. Hier nicht genau. Die 400 Euro ein. Na doch, die nehme ich mit. Das schwarze Eis und das Sternenmetall hätte ich schon gerne irgendwie zu Hause. Mhm. Was nagt denn da schon wieder? Ach, eine Miezekatze? Hallo Wolf, spielst du mit der Miezekatze? Irgendwas ist hinter mir. Knutsch. Was? Wer knutscht mit wem? Wer, ich knutsch. Oder sie. Sie befummelt mich da. Wer? Wer? Ja, hier, da. Die. Das Fell macht. Wallet jetzt dir gut. Ich würd's gar nicht sehen. Siehst du das? Ich bin oben. Ja, dann komm mal runter und guck dir das an. Ich will's gar nicht sehen. Ich stehe da eigentlich nur. Wo bist du, drin oder draußen? Drin. Wunder. Hier am Gerber-Tisch. Ach. Schade, ich kann kein Screenshot machen. Ich will's gar nicht sehen. Ich hör ja gar nicht auf. Der steht so da, dass die Gerberin ihn umarmen kann. Und sein, ihr Kopf auf seine Schulter liegt. Na sowas. Gibt's denn irgendwas, um schneller mehr Ausdauer zu haben? Gibt's hier mal endlich noch ein paar Leibeigene für den Ofen und so? Naja, ich glaube, die sind noch nicht fertig. Wollte ich gerade sagen, die sind nur noch am Machen, ne? Die drehen noch durch. Was kann man denn eigentlich mit diesem komischen Öl machen? Ja. Bestimmt in Glaskugeln füllen zum Schmeißen. Es gibt ja solche Ölkugeln-Dinger da. Oder sind es Teerkugeln oder so? Mit einer Bewegung löschte die Lampe und zog sein Schwert. Die Stunde des Drachens. Aha. Diese zähflüssige Substanz wird aus Pflanzentieren und den Tieren der Erde selbst. Oh, die hat mich jetzt voll im Schwitzkasten. Ja. Das hast du verdient.
Überall ist voller Wölfe. Ich mag ja Wölfe, aber nicht so. Ich guck doch nur schnell auf die Karte, Mann. Hallo, okay. Wolf. Öl ist ein besseres Brennmaterial als Kohle. Eine Kohle hält 48 Sekunden und ein Öl über fast 2 Minuten. Okay. Braucht man das für sonst noch irgendwas? Für Öllampen, denke ich mal. Öllampen. Eine Minute ist 12. Hält das Öl besser durch. Ja. Ich habe 4, 5 Wölfe hinter mir. Ernsthaft? Also verarbeiten wir jetzt noch die Kohle, die wir haben, und dann. Ja, wo kriegen wir denn Öl her? Indem wir Scheintiere fressen. Oben. Ah, stimmt. Scheintiere haben wir eigentlich genug immer. Mhm. Die fangen sich ja von alleine. Ist cool. Aber ich glaube, nicht jedes Scheintier ist geeignet dafür. Nee. Hier ist noch ein Trinkschlauch in der Ento, den pack ich mal. Ja, ich hatte den da reingetan, den habe ich von da hinten mitgenommen. Pack bei Kleidung mit rein. Wenn da noch Platz ist. Jo. Ja, toll. Was denn? Super Weg. Ich stehe gerade nirgendwo. Ich stehe gerade vor einer riesen Felswand. Okay. Komme ich nie im Leben hoch. Aber runter kommt da. Weißt du, runter kommt's immer. Naja, toll. Nee, da komme ich auch nicht hoch. Und unten ist alles voller Wölfe. Juhu. Perfekt, also. Naja, absolut nicht. Komme ich da hinten irgendwo? Das Blöde ist, ich bin halt mehr als überladen. Oh, das ist natürlich dann nicht. Weil ich Wallatz Gerampel ja auch noch dabei hab. Da komme ich ja wahrscheinlich auch nicht hoch. Ich muss aber da hoch. Mensch. Na, wo soll ich da hinten hoch? Ich weiß es nicht. Wir sehen uns wieder, wenn ich zu Hause bin. Ich mag nicht mehr. Ciao, ciao, bye, bye, baba. Ciao, ciao.